Was passiert eigentlich mit der Börse, wenn sich die Wirtschaft nicht schnell erholt? Wir zeigen euch heute eine exklusive Studie. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen heute mal wieder über den Tellerrand hinausblicken und die Frage beantworten, was passiert eigentlich, wenn wir nicht die schnelle Erholung bekommen, also dieses V, auf das alle hoffen. Was passiert eigentlich, wenn wir dieses hässliche L kriegen, das heißt Absturz und dann gibt's erstmal keine Erholung. Wir verraten dir heute in diesem Video, was verrät der neue Stressindikator der BNP Paribas? Wie entwickeln sich die Gewinne bei einem L-Szenario? Welche Aktien erholen sich am schnellsten in diesem Umfeld? Dann haben wir einen exklusiven Recovery Basket für euch am Start und zeigen euch, welche Regionen und Branchen die Profis jetzt übergewichten. Und Leute, es lohnt sich unbedingt, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn dann verraten wir euch, warum die Schweiz bald out sein könnte und Italien ziemlich in. Und jetzt legen wir los. Fangen wir mal mit der Aktualität an. Die BNP Paribas hat sich jetzt auch dran gemacht, sogenannte Quantanalysen zu verwenden, um Wendepunkte auszumachen an den Märkten. Und wenn es richtig Stress gibt an den Märkten, das soll dann signalisieren, die sogenannte BNP Paribas Market Stress Clock. Also es geht darum, aufzuspüren, wann richtig Stress an den Märkten herrscht und wann dann hoffentlich wieder Normalität einkehrt. Jetzt schauen wir uns das Meisterwerk mal an, blenden die Grafik ein und das funktioniert, wie gesagt, wie eine Uhr. So kann man sich das vorstellen. Ich finde das sehr plakativ und ist auch relativ einfach gehalten. Das ist ja oft nicht die schlechteste Idee. Und was fließt jetzt da ein? Also Indikatoren wie Equities, Credit und Rates, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, was das bedeutet und was da konkret für Zahlen einfließen. Und damit soll einfach das relative Level von Stress gemessen werden. Und das Ziel ist zu erkennen, wann gehen wir vom Stress wieder in die Normalität über. Denn die These ist, nur wenn der Stress nachlässt, kann sich der Markt dann auch auf Dauer erholen. Aber, das ist jetzt ganz wichtig, Leute, nur weil der Stress nachlässt, das ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Das heißt, der Stress muss nachlassen für eine Erholung, aber nur weil er nachlässt, heißt das noch lange nicht, dass wir uns hundertprozentig erholen. Was fließt jetzt ein in diese drei Kategorien? Starten wir mal mit der Kategorie Equities. Da fließt zum Beispiel natürlich die Vola ein. Dann das Dividendenwachstum, 3-Monats-Repo und auch bestimmte Korrelationen. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie, den sogenannten Rates. Was fließt da jetzt ein? Zum Beispiel der Libor-Spread, Asset-Swaps und der sogenannte TED-Spread. Das haben sicherlich die meisten noch nicht gehört. TED-Spread steht, also das TED steht für Treasury Bill Euro-Dollar Difference und das ist einfach die Differenz zwischen der Rendite für den 3-Monats-Libor und der Rendite für 3-Monats-Treasury Bills. Jetzt schauen wir mal konkret drauf, was da zuletzt passiert ist. Ich habe euch ja vorher schon die Grafik gezeigt und da hat man die Pfeile gesehen, also sozusagen die durchgezogenen und die gestrichelten. Da hat man die Entwicklung gesehen, die wir zuletzt hatten. Aber jetzt mal konkret bei den Rates. Da haben wir uns von Stress zu Erholung bewegt, Gott sei Dank. Und schauen wir mal hier auf den sehr, sehr langen Verlauf. Also da sehen wir, da waren wir zuletzt ganz unten in der roten Zone und sind wieder etwas hoch. Das haben wir vor allem den Zentralbanken zu verdanken, denn die haben ein bisschen den Stress rausgenommen. Also es wurde ein bisschen leichter, sich zu finanzieren und das merkt man vor allem natürlich, oder hat man gemerkt, an den Libor-Spreads zum Beispiel, die sich ein bisschen normalisiert haben. Jetzt kommen wir zu den Equities und da blenden wir auch gleich den nächsten Chart ein. Also da befinden wir uns noch nicht ganz so raus aus dem Gröbsten. Da stehen wir eigentlich zwischen Stress und Erholung. Und das Fazit der BNP Paribas ist ganz klar, also man sollte sich noch nicht zwingend zu viel Risiko ins Depot holen. Und die dritte Kategorie Credit war eigentlich zu Beginn der Anführer der Erholung eigentlich, also hat sich schnell erholt, ist dann aber wieder ein bisschen in den Stress gerutscht. Also da sieht man ganz klar, wie volatil und zerbrechlich diese ganze Erholung noch ist. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie oft befinden wir uns eigentlich historisch gesehen in der Normalität, im Stress und in der Erholung? Seit 2001 haben wir uns Gott sei Dank meistens in der Normalität befunden, das macht nämlich 90% der Zeit aus, also den mit Abstand größten Anteil. 5% war Stress und 5% Erholung. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, bei solchen Modellen, die basieren natürlich auf vorangegangenen Ereignissen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt valide, hundertprozentig für die Zukunft, denn es sagen ja die meisten, Corona ist eben quasi so in dieser Form noch nie da gewesen, beziehungsweise das, was Corona jetzt mit unserer Wirtschaft macht oder vielleicht auch noch machen wird. Und deswegen sehen als größtes Risiko die Experten momentan einen sogenannten W-Verlauf an.
also nicht L, nicht V, sondern W. Das heißt runter, dann jetzt eine Erholung und dann kracht es wieder runter, weil es natürlich im zweiten Halbjahr theoretisch wieder Lockdowns geben könnte, wenn der Virus wieder ausbricht. Haben wir jetzt alle FOMO, Fear of Missing Out, und werden bestraft, wenn die V, also die schnelle Erholung, nicht kommt? Jetzt schauen wir mal konkret drauf auf einen Chart, wie das langfristig mit den Aktiengewinnen laufen könnte für die verschiedenen Szenarien. Und da sehen wir ganz klar, oben seht ihr diese ja, fast gerade an der Schnur gezogene hellblaue Linie. Also so waren die Gewinnschätzungen am 1. Januar. Also als wir quasi noch nicht wussten, was da auf uns zukommt, ist natürlich gefühlt schon sehr lang her, aber sind ja gerade mal knapp 4 Monate. Dann sehen wir das L unten, da sehen wir einen ganz starken Einbruch. Hier 2020 geht es runter und dann geht es natürlich auch hoch, aber sehr, sehr mühsam. Also da sehen wir, wie lange das dauert. Das ist ja bis 2025. Dann sehen wir das grüne Szenario, das wäre das V. Also das ist das, worauf wir alle hoffen, aber das halten viele mittlerweile schon für sehr fraglich. Und dann sehen wir die aktuelle Konsensschätzung, das ist das kurze dunkelblaue. Also da sehen wir schon, haben wir neulich schon drüber gesprochen, das könnte sein, dass viele das etwas zu optimistisch sehen und langfristig haben wir dann ein Gap hier, eine Lücke zwischen dieser ursprünglichen Schätzung vom 1. Januar zum Beispiel und dem L-Szenario von 25%. Und wie gesagt, das geht bis 2025. Und jetzt würde sich die Mission Money mal für eure Meinung interessieren. An welches Szenario glaubt ihr? Ihr könnt natürlich hier kommentieren, aber was noch schöner und praktischer eigentlich wäre, schaut doch bei uns auf Instagram vorbei. Da findet ihr jetzt eine aktuelle Umfrage. Wundert euch nicht, man kann zwar Umfragen auch normal machen bei Instagram, aber dann gibt es immer nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Deswegen haben wir da so ein Quiz gebaut. Also da ist dann sozusagen eine Antwortmöglichkeit richtig oder ist dann grün und die anderen rot. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Also es wird dann einfach gemessen, für welches ihr stimmt. Also schaut einfach auf Instagram gerne vorbei und stimmt dort ab für ein U-Szenario, V, L oder das W. Jetzt wollen wir die ganze Sache mal ein bisschen positiver drehen und mal drauf gucken, ja, wie sieht es denn eigentlich aus nach einem harten Rücksetzer statistisch, wenn ich da einsteige, vielleicht wenn es jetzt auch noch mal ein bisschen runtergehen sollte, wenn viel Unsicherheit im Markt ist, viel Nebel auf den Straßen, was konkret sagt die Statistik und die Mathematik? Da blenden wir jetzt auch mal einen Chart ein und sehen, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus viel höher ist auf einen positiven Aktienertrag, wenn es mal einen Rückschlag gab von mehr als 30%. Und den haben wir ja natürlich gesehen in der Corona-Krise. Wir haben uns ja schon erholt zu einem sehr großen Teil, aber trotzdem, das verändert ja jetzt nicht die Statistik und da seht ihr, wie sich das dann auf 1-Monats-, 3-Monats-Basis, 12-Monats-Basis und 2 Jahren entwickelt hat. Und jetzt schauen wir noch schnell auf die Performance der Sektoren in diesem Crash, wie sich das entwickelt hat und bei den 2 letzten. Da blicken wir jetzt mal drauf nach dem Tiefpunkt. Und da sehen wir zum Beispiel natürlich 2009 Financials. Da hat sich die Finanzbranche nach diesem wirklich Knockout natürlich dann stark erholt. Auch Real Estate, das waren ja die 2, die es da mitunter am härtesten durchgebeutelt hat. Und jetzt sehen wir 2020. In letzter Zeit zum Beispiel wurde Energie extrem verprügelt. Deswegen ist da natürlich die Erholung bisher sehr stark ausgefallen. Und jetzt stellt sich die Frage, wer wird sich denn in naher Zukunft gut erholen von dieser Krise? Und da hat sich die BNP Paribas was ausgedacht, und zwar den sogenannten Recovery Basket. Und da wollen wir jetzt mal auf die Kriterien schauen. Übersichtlich eingeblendet. Natürlich geht es in erster Linie mal um eine starke Bilanz. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon viel mit anderen Experten auch drüber gesprochen. Also klar, eine starke Bilanz ist in der Krise immer gut. Es geht natürlich auch ums Business Model. Da haben wir neulich auch bei den Must-Have-Aktien drüber gesprochen. Natürlich brauchst du ein Geschäftsmodell, was in normalen Zeiten funktioniert, am besten auch in der Krise, und einen starken Burggraben. Dann hat die BNP auch auf das Wachstum geschaut. Und zwar jetzt nicht, wie das momentan aussieht, sondern auch, dass diese Unternehmen in den letzten 10 Jahren möglichst stabil gewachsen sind. Low Cash Burn Rate ist auch wichtig. Dann geht es natürlich auch um die Verschuldung, um Leverage, dass der nicht zu hoch ist. Also das heißt, dass der Schuldenhebel und das Risiko nicht zu hoch ist. Liquidität, klar, Free Cash Flow zum Beispiel ist natürlich auch immer eine sehr wichtige Kennzahl. Also dass die Unternehmen flexibel und handlungsfähig sind und einfach im Zweifel dann auch zumindest ihre Schulden bezahlen können oder vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft und keine Schulden da sind, dass sie vielleicht sogar in den Vorwärtsgang kommen. Und hier steht noch Reduce Bias, also das könnt ihr ja auch nochmal nachlesen. Ich muss es euch jetzt nicht alles vorlesen. Dass man eben versucht, ein bisschen das Risiko zu minimieren, dass man maximal dann 2 Aktien aus derselben Industrie hatte und aus demselben Land. Und zum Beispiel Travel und Leisure hat die BNP interessanterweise jetzt komplett rausgestrichen.
Und jetzt schauen wir uns mal eine spannende Grafik an zum Leverage, was ich gerade schon angesprochen hatte. Und da hat die BNP ein ganz klares Fazit. Sehen wir hier auch nochmal schwarz auf weiß, und zwar High Net Leverage, Lower Return. Das heißt, je mehr die Schulden gehebelt sind, umso schlechter sieht die Performance aus, zumindest seit Jahresbeginn. Das seht ihr unten auf der horizontalen Achse Year-to-Date Performance und rechts seht ihr den Net Leverage. Und da sehen wir schon zum Beispiel hier Energy Financials, dass da die Performance jetzt nicht so gut aussah. Und jetzt noch ganz kurz zu den Reise- und Freizeitaktien, warum die BNP das nicht so rosig sieht. Sie verweisen natürlich darauf, dass die Erholung jetzt, die wir schon gesehen haben, natürlich von Travel und Leisure getrieben war. Also die waren, glaube ich, die drittbesten Performer in Europa zuletzt bei den Sektoren. Aber die BNP geht davon aus, sollte es eine weitere Erholung geben, dass die dann eher getrieben wird von klassischen Qualitätsaktien. Und jetzt wird es konkret, jetzt wird es ernst, jetzt schauen wir uns an, welche Länder, welche Märkte und welche Sektoren übergewichtet sind in diesem Recovery Basket. Und da legen wir jetzt mal mit dem weltweiten Portfolio los. Das ist sehr aufschlussreich. Links seht ihr jeweils die Regionen, zum Beispiel jetzt Western Europe oder Asia Pacific. Dann sehen wir den Recovery Basket, wie der gewichtet ist, also wie die Regionen gewichtet sind. Und zum Vergleich den MSCI World. Und hier sehen wir schon, ganz rechts die Differenz, die ist extrem. Also der Recovery Basket hat extrem viel Asien drin, also ist quasi um 37% übergewichtet im Vergleich zum MSCI World. Und wir sehen, wie massiv untergewichtet Nordamerika ist. Also Asien ganz oben, die Abweichung 37%, Nordamerika ganz unten mit 30%. Und die Erklärung pro Asien ist einfach, dass die BNP davon ausgeht, dass sich vor allem chinesische, aber auch andere asiatische Aktien schneller erholen, weil die natürlich schon weiter fortgeschritten sind. Also die mussten natürlich diesen ganzen Mist zuerst durchmachen und sie gehen davon aus, dass die Erholung dann anführen werden. Und jetzt kommen wir zu den Sektoren. Da sind die Abweichungen tatsächlich gar nicht mal so groß. Da schauen wir jetzt auch drauf. Also hier die größte Übergewichtung im Vergleich zum MSCI World ist bei Materials. Beträgt hier im Recovery Basket immerhin 13%. Beim MSCI World ist das sehr, sehr wenig mit nur 5%. Und wir sehen zum Beispiel, Informationstechnologie ist untergewichtet mit 4%. Also ist immer noch viel mit 13%, aber eben viel weniger als beim MSCI World. Jetzt kommen wir zum US Recovery Basket, also die US-Aktien, wie da die Branchen verteilt sind. Blenden wir auch gleich mal ein und da zeigt sich jetzt schon ein überraschendes Bild, denn da steht Information Technology jetzt ganz oben. Das ist jetzt der Vergleich der Recovery Basket zum S&P 500 und da sehen wir, dass im S&P 500 zwar schon viel Informationstechnologie drin ist mit 23%, aber dass es dann höher gewichtet wird. Vorher haben wir es ein bisschen tiefer gesehen und jetzt wird das doch auf 30% hier hochgefahren und hier Konsum ist ganz, ganz unten mit nur 2%. Jetzt schauen wir unbedingt noch auf den europäischen Markt und da vergleichen wir den Stock 600 mit dem europäischen Recovery Basket und das blenden wir jetzt mal ein. Da sehen wir zwei extreme Abweichungen. Ganz unten Healthcare, also Gesundheit, da ist eine sehr starke Gewichtung im Stock 600, da mit 16%, aber wir sehen eine extreme Abweichung im Vergleich zum Recovery Basket. Da macht Healthcare gerade mal 2% aus, also sehr, sehr gering, eine Abweichung von 14%. Und eine noch größere Abweichung sehen wir ganz oben bei Consumer Discretionary. Also für alle, die sich fragen, was das jetzt genau ist, das ist jetzt nicht der klassische Konsum im Supermarkt, sondern da geht es eben um Entertainment, um Kleidung, um Freizeit, sogar Automobile fallen da noch rein. Sehen wir im Stock 600 nur 9% und im Recovery Basket 36%. Also das ist schon wirklich eine ganz satte Abweichung. Also Consumer Discretionary, kann ich noch dazu sagen, was wichtig ist, das sind quasi haltbare Produkte, also alles, was jetzt nicht im Supermarkt gekauft werden kann und das ist sehr, sehr stark abhängig natürlich vom Verbrauchervertrauen, weil das sind natürlich die Grundgüter für die Grundbedürfnisse, sind das natürlich nicht, das hat jetzt eher wenig mit dem GfK Konsumklimaindex zu tun. Und jetzt schauen wir noch als abschließendes Highlight auf die Ländergewichtung und das hatte ich euch am Anfang des Videos versprochen, warum sich das lohnt, dran zu bleiben, denn hier sieht man schon eine durchaus optimistische
optimistische Einstellung. Da sehen wir auch die Abweichung vom Recovery Basket zum Stock 600. Und Italien ist da nur mit 3% vertreten. Aber jetzt bei der Erholung setzt die BNP stark auf Italien. Eine Übergewichtung quasi oder eine Abweichung von 11%. Also wäre hier sehr, sehr weit vorne. Und wir sehen, die Schweiz ist im Stock 600 sehr, sehr prominent vertreten. Zweitgrößtes Land hinter UK. Und danach kommt Frankreich mit 16, also 17% Schweiz, wird runtergefahren im Recovery Basket auf nur noch 2%. So Leute, jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Vielleicht könnt ihr für eure Entscheidungen da ein bisschen was draus ziehen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr mehr solche Studien wollt und auch noch konkretere Aktien, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch. Dann werden wir das natürlich für euch in den kommenden Wochen weiter umsetzen und weiter Gas geben. Und jetzt hoffe ich, wer es noch nicht gemacht hat, nimmt noch an unserer Instagram-Umfrage teil. Und ich bedanke mich für euer Vertrauen, fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.